Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Jawohl, nach Monaten des Pausierens geht's jetzt hier endlich mal weiter, ne? Also, ich erinnere mich zwar noch, was wir gemacht haben, aber es ist wirklich ewig her. Wir hatten uns ja hier um den ne, die Probleme hier auf Schloss Radcliffe gekümmert und wir hatten festgestellt, dass Connor, der Sohn von Isolde und dem Aal Eamon, ja, von einem Dämon besessen ist im Endeffekt gerade. Und wir brauchen die Magier und die Unterstützung der Magier, um das zu beheben. Und da, das ist das Nächste, was wir tun müssen. Ich werde jetzt nochmal eben hier den Stufenaufstieg von Liliana machen. Stufe 9 Waldläufer hatten wir, genau. Also so ein bisschen erinnere ich mich ja tatsächlich auch immer daran. Es ist nicht so, dass ich das komplett vergesse. So, was, das geht mit Level 10. Was nehmen wir denn? Modus, ja. Während das eine aktive Fähigkeit ist. Ach, nehmen wir mal, das ist eine aktive Fähigkeit. Ab und zu mal. So, und irgendwas stimmt mit dem Hund nicht. Das ist wieder ein Problem. Durch den Extra Dog Slot. Punktekonto. Ach, das ist. Ja, okay. Ja, das ist auch ein Problem, wo ich glaube, ich jetzt gerade gar nichts machen kann. Manchmal kommt er dann wieder, manchmal nicht. Er ist jetzt einfach nicht da. Ich werde ihn jetzt mal wegschicken, so lange. Ist noch ein Kampf. Hatten noch nicht alle besiegt. Jetzt die Frage, ob wir das machen wollen oder ob wir die einfach lassen. Vielleicht behebt sich das mit der. Oder vielleicht gibt sich das ja wieder, ne? Ich wollte mal gerade schauen. Oh, Questgegenstände. Hatten wir. Oder hatten wir das? Ich muss jetzt gerade echt überlegen. Hatten wir Alistair das Amulett schon gegeben? Ich glaube fast, das haben wir schon gemacht. Weil das sieht jetzt nicht aus, als wird hier noch was liegen. Also ich sehe jetzt auch nichts mehr, weil wir ja eigentlich dieses Amulett hier, was Alistairs Mutter gehört hat, glaube ich, war es. Könnten hier mal in den zweiten Stock gehen. Waren wir das eigentlich schon? Ah, Mann. Ich habe mir die Folge nicht mehr angeguckt. Oh, hier sind auch überall noch. Oh Gott. Sind überall noch Gegner. Die Frage ist, ob wir uns jetzt hier durchkämpfen sollten. Ach du Kacke. Die stehen auf. Andererseits ist das vielleicht ganz gut, wenn wir uns um die hier oben auch noch kümmern. Ich kann mich nicht erinnern, jemals die Untoten hier oben bekämpft zu haben. Tatsächlich. Ich glaube, ich bin immer gleich zu den Magiern weitergegangen und habe da überhaupt nicht drum gekümmert. So, ich möchte gerne, dass Liliana, naja, super, auch mal in die. Du machst erstmal das. So, und dann. Machst du doch mal bitte kritischen Schuss. Du hast einen so geilen Bogen. Dann kämpf auch mal mit dem Bogen. Allerdings bitte auch mal. Ja, ich muss jetzt mal ganz kurz in die Vogelperspektive. Liliana, geh mal dahin. Und kämpf mal von da aus. Sag mal, Alistair. Du bist der Tank. Du musst die Gegner an dich binden. Hier. Geh mal dahin. Geh mal dahin. So, Morrigan.
ja, ich habe das, ich bin eingerostet, aber sowas von. ich bin vollkommen eingerostet. Das ist so blöd. Haben wir eigentlich ein Gift auf den Dingen drauf? Nee, ne? Ja gut, bei Untoten. Aber könnten wir ja eigentlich trotzdem mal machen. Du hast gerade nicht wirklich viel. Ja. Nein, Liliana, du sollst nicht in den Nahkampf. Das Doofe ist, sie geht in den Nahkampf. Und dann, selbst wenn man ihr die Waffen wegnimmt, was ja wirklich suboptimal ist, ne? Also das ist... Hier, mach mal zerspringender Schuss. Also ich muss ganz oft auf Liliana bleiben, wenn ich möchte, dass sie... So. Bereit. Okay. Gut. Ja, es ist mir lieber, sie kriegt Geld, als dass ihr wieder Zeug bekommt, was ich irgendwo für brauche. Oder was ich irgendwo... Hier sind auch nochmal Gegner. Ach, die Tür war gar nicht offen. Gar nicht geschlossen. Ich habe gedacht, die wäre geschlossen. Liliana, wir machen das Spielchen mal wieder. Du gehst dahin. Und dann schießt du mal mit dem Bogen. Ha? Schieß mal mit dem Bogen. Auf den. Und wieso sie auch immer im Nahkampf ist, das verstehe ich auch absolut nicht. Oh Mann. Ich gehe mal so ein bisschen die Fähigkeiten durch, die ich so habe, weil ich mich echt nicht mehr erinnere. Oh, das war doch jetzt effektiv. Hast du gegen irgendwas? Okay. Das Inventar ist relativ voll, ja. Ich hab's befürchtet. Meine Truhe. Drachenstatuette aus Stein. Ein Geschenk. Ich habe nur keine Ahnung. Da ich tatsächlich nie hier oben war, weiß ich nicht, für wen die ist. Müsste man mal gucken. Wie ihr wünscht. Vielleicht. Ah, hier ist ein Buch. Ich wollte gerade sagen, ich sehe gar nichts. Aber selbstverständlich. Tagebuch eines Besänftigten. Okay. Edin, der bescheidene Besänftigte des Zirkels der Magie von Starkhaven in den freien Marschen, okay. Entriegelt. Ein Eispfeil. Also nicht einer, sondern mehrere. Ja, ich habe keine Ahnung. Gehen wir mal hier weiter. Da sind noch mehr Untote. Da kamen wir her, ne? Ja. Das sind aber auch Untote. Gehen wir mal hier. Da geht's irgendwo hin. Erdgeschoss. Hier sind wir hergekommen. Wie ihr wünscht. Dann gucken wir doch erstmal uns hier um. Oh ja, hier ist was. Ein Waschtisch. Und was ist drin? Ein leeres Pergament. Gut, das deckt, glaube ich, zumindest mit den anderen leeren Pergamenten, die wir haben. Oh. Und das ist ein... das genealogische Abriss. Das könnte was für Liliana sein. Ich bin mir nicht sicher. Aber vielleicht ist es tatsächlich was für Liliana. Das ist ja mit den Geschenken manchmal so eine Sache. Das kann ich nicht ganz erkennen. Ich wollte wissen, was es ist, aber... Dann gehen wir mal hier weiter. Gott. Das ist aber jetzt suboptimal hier. Alistair, mach mal hier. Mach mal Schildhammer direkt auf den. Du
mach's mal das auf den. Du machst mal, du rufst mal deinen Bären überhaupt erst. So, Bär ist da. Der Bär hat den Vorteil, dass er einfach schön tanken kann. Hier. Das? Oh, er hat sich heilen müssen. Ja, weil er umgeben ist von Gegnern. Das ist aber jetzt nicht gut. Aber mach mal den platt. Und dann geh mal da raus. Das ist echt nicht schön. So. Mach mal das. Okay, ist nur noch einer. Ja, okay. Das war's. Hoffentlich. Ja. Sehr schön. Ich weiß nicht mehr, diese Leichnamgalle, die brauchten wir irgendwo für mal, aber ich erinnere mich nicht, ob wir das jetzt schon abgegeben hatten. Oder. Naja, es ist. Wie ihr wünscht. Ja. Da gab es Gold. Schatzkammer, Fähigkeit und so. Ich könnte das machen. Nein, Liliana, du kannst das noch weniger als ich. Also denk gar nicht drüber nach. So, hier war ich echt noch nie. Also, nein, ich war hier, aber ich war noch nie hier oben. Ben Connor. Die stehen doch gleich auf. Connor besessen. Noch war. Okay, das dürfte Connors Zimmer sein. Hat der hier irgendwas? Ein Buch? Ja, da liegt ein Buch. Ah. Ja, Aveline, Ritterin von Orlais. Das ist übrigens, wenn ich mich da nicht irre, ist sie diejenige, nach der ein Charakter in Dragon Age 2 benannt ist. Ich kann mich da jetzt irren, nein, aber... Oh. Geh nicht zu ihm! Sie wird wütend! Sie wird... Fuck. Das ist schlecht. Oh mein Gott. Alles klar. Das ist... Ja. Unerwartet. Das... habe ich noch nie gemacht. Das ist auch mal interessant. Sie ist orange. Verdammt, das könnte sehr, sehr, sehr kritisch werden. Ich könnte es direkt mal mit einem kritischen Schuss versuchen. Du machst mal das auf Alistair. Alistair greift einfach nur normal erstmal an und dann vielleicht mit Schildhammer. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, das wird nicht klappen. Und vielleicht klappt das? Oh shit. Dann. Naja, immerhin, sie nimmt Schaden. Es ist nicht so, dass sie keinen Schaden nimmt. Ist der Bär weg oder. Oh Gott, ist gestunt. Wie lang? Betäubt. Dämonen sind echt ätzend. Ach, Kacke. Sie hat die gerufen. Ja, gut. Dämonen habe ich immer, also da bin ich wirklich immer sehr unglücklich mit, man gegen die kämpfen muss, wenn es so viele sind. Wo ist der Bär? Oh nein, der ist auf der anderen Seite. Der kommt bestimmt nicht durch, ne? Können wir den wegschicken? Indem wir
Ja, der ist jetzt weg. Der hat jetzt Cooldown. Ich hole jetzt den Wolf und hoffe, dass das klappt. Ich hoffe, dass das jetzt vielleicht auch geht. Kampf nicht möglich. Alles klar. Okay. Bisschen peinlich. Kommt jetzt der Dämon zurück? Ja, sie kommt wieder. Aber sie hat immer noch den Schaden, den sie genommen hat. Das ist schön. Du gehst bitte in den Fernkampf. Und machst verkrüppelnder Schuss. Du könntest das mal machen. Oh, wir haben Level up. Auch gut. Ja, ihr wünscht. Du machst. Oh Gott. Sie macht irgendwas. Können wir sie unterbrechen? Wahrscheinlich nicht mehr, ne? Zerspringender Schuss, zu geringe Ausdauer. Können wir mit dem Wolf. Geheul. Was? Ich glaube eher nicht, dass das was bringt. Können aber mit dem Wolf tatsächlich, den können wir steuern. Das ist ganz nett. Ja, macht den tödlichen Schlag und. Oh Gott. Du nimmst mal Lyrium-Trank und machst mal bitte eine Heilung. Damit wir nicht sterben. Ich glaube, das wäre auch ziemlich blöd, wenn wir wenn wir auch nur einen verlieren, weil das echt haarig ist. Oh Gott, jetzt hat sie einen. Scheiße. Jetzt hat sie. Nein, jetzt hat sie Dämonen des Schorns gerufen. Ich hasse es. Mach mal eisige Umarmung, das mögen die gar nicht. Und mach bitte noch mal eine Heilung auf uns und das. Und vielleicht auch mal eine Heilung auf. Mach mal einfach mal eine Gruppenheilung. Dann kriegt das ja auch Alice dann mit. Codex aktualisiert. Ah ja. Weil wir noch keinen, vorher wahrscheinlich noch keinen getroffen hatten. Aber natürlich, okay. Sie ist wieder da. Also die ist echt. Gegenschlag. Zwei Waffenstreich. Probieren wir es aber mal. Probieren wir das mal. Angreifen. Ah, verkrüppelnder Schuss. Vielleicht funktioniert's. Verfluch sie doch bitte mal. Und der könnte mal heulen. Den Widerstand, okay. Also ich nehme an, dass das das Widerstehen gegen den auch das hat nicht sie unterbrochen. Wie ärgerlich. Das hat sie aber umgeworfen. Oh, sehr schön, sehr schön. Das hat funktioniert. Wir den mal. Haben wir sie? Nice. Andererseits, hoffentlich haben wir jetzt nicht Connor umgebracht. Nein, doch nicht. Halt! Tut ihm nichts. Bitte hab doch Mitleid. Er ist nur ein Junge. Er hat das nicht verdient. Ja, yeah. Habt ihr eine andere Lösung? Ja, wir haben ja eigentlich schon eine andere. Ich hätte mir jetzt gerne gewünscht, die Option zu sagen, er hat uns gerade, der Dämon hat uns gerade angegriffen. Aber ich mach mal hier das zweite. Also, habt ihr eine andere Lösung? Es muss eine Alternative geben.
Der Zirkel kennt sicher irgendeinen Zauber. Oder wir bringen ihn zur Kathedrale nach Denerim. Für einen Exorzismus. Ein Exorzismus hilft da nicht, Herrin. Erbauer, hilf mir. Es muss doch einen anderen Weg geben. Tötet meinen Kleinen nicht. Ich flehe euch an. Ich will ihn doch auch überhaupt gar nicht umbringen. Ja, wir machen eine andere, Eine andere. Wir finden ja, wir suchen ja schon nach einer anderen Lösung. Danke. Vielen Dank. Ihr werdet es nicht bereuen. Connor? Connor, hörst du mich? Ich bin's, Mutter. Mutter, ich... Es tut so weh. Es tut so weh. Schon gut, mein Schatz. Wir werden den Dämon aufhalten. Kannst du aufstehen? Närrisches Weib! Würdest du zusehen, wie ich seinem Vater die Kehle herausreiße? Würdest du weinen? Du bist jämmerlich. Nein. Rede nicht so. Connor, komm zurück. Bitte geh nicht. Es tut mir leid, dass ich sie gerufen habe, Mutter. Es tut weh. Mach, dass es aufhört. Ich... Das werde ich tun, Schatz. Ich sorge dafür, dass der Schmerz aufhört. Bitte. Lasst mich mit ihm allein. Ihr hattet recht. Wir können ihm nicht helfen. Was? Verdammt. Habe ich das jetzt kaputt gemacht? Okay, weil ich möchte ihm eigentlich helfen. Was ist mit Joans Blutmagie-Ritual? Was sollte schon Gutes aus so etwas Bösem erstehen? Ich ertrage es nicht länger, dass er solche Schmerzen hat. Ich bin seine Mutter. Ich habe Connor auf die Welt gebracht. Und jetzt werde ich tun, was getan werden muss. Ich bitte euch. Oh Gott. Ich habe diesen Dialog noch nie gehabt. Ich bin komplett... Das ist jetzt gerade blind. Wow. ich versuch's mal mit dem zweiten. Macht nichts. Versucht nichts. Ich bin gleich draußen. Quatsch. Mutter. Es tut weh. Oh no, oh no, oh no, oh no. Es kommt wieder in Ordnung, mein Kleiner. Schließe jetzt einfach die Augen für Mutter. Shit. Es ist vollbracht. Hätte sicher, der Dämon ist weg. Das ist nämlich das, was ich mich frage, ob der Dämon nicht einfach zu ihr wechseln kann. Er ist fort. In ihm ist jetzt nichts mehr. Wie lange wird Eamon überleben? Nun, da der Dämon seinen Tod nicht mehr aufschieben kann, werde ich wohl meine ganze Familie verlieren. Genug. Ich möchte nun meinen Sohn betrauen. Gewährt mir wenigstens das. Wir wollten ihn überhaupt nicht umbringen. Verdammt. Das habe ich echt noch nie gehabt, weil ich nie in die obere Etage gegangen bin. Das ist natürlich blöd, dass man das dann triggern kann. Also, und dass das Spiel einem dann nicht die Möglichkeit gibt zu sagen, wir sind jetzt auf dem Weg zum Magierturm. Hargel.
Es ist also vorüber. Connor ist tot. Und der Dämon mit ihm verschwunden. Die Kreaturen wurden besiegt, das Schloss gehört wieder uns. Ich dachte, ich sehe meinen Bruder nie wieder. Mein Sohn. Dein Neffe ist tot. Vergiss das nicht in deiner Erleichterung, Tegan. Wie könnte ich das? Eamon hat viel zu betrauern, so er sich erholt. Da ist noch die Sache mit Jawen. Er hat Eamon vergiftet und damit alles andere losgetreten. Er lebt und ich muss entscheiden, was mit ihm geschieht. Wir halten ihn fest und Eamon soll über ihn richten. Erholt er sich nicht, ist Jawens Schicksal besiegelt. Wie denkt ihr darüber? Das schwierig. Warum wollt ihr überhaupt meine Meinung dazu hören? Ihr sprach doch mit ihm, oder nicht? Ihr wisst besser als ich, was er getan hat. Okay, man könnte natürlich versuchen, ihn dazu zu bringen, seine Strafe abzuarbeiten, indem er uns unterstützt. Also könnte man ihn nutzen? Ich würde ihm nicht vertrauen, aber ich würde meinem Bruder niemals vorschreiben, was er zu tun hat. Ja, ich denke, es ist nicht eure Entscheidung letztlich. Was soll das heißen? Er hat viele der Probleme hier verursacht und ist ein Malefiker. Genau, er ist, das ist der Zirkel der Magie, der darüber entscheiden müsste. Ihr mögt recht haben, aber das ist Eamons Entscheidung, nicht meine. Tut mir leid. Jawen bleibt vorläufig im Kerker. Unsere Aufgabe ist noch nicht beendet. Der Dämon hat das Leben meines Bruders verschont. Nur liegt er jetzt im Koma und wir können ihn nicht wecken. Die Urne. Die Urne der heiligen Asche wird Eamon retten. Ja, die Urne, gut, ich werde diese Urne suchen. Danke für eure Bereitschaft, bei der Genesung meines Gatten zu helfen. Geht zu Bruder Ginny Tivi, den Scholar in Denerim. Er versucht schon seit einigen Jahren, die Urne zu finden. Die zurückgekehrten Ritter sagen, sie hätten Ginny Tivi nicht gefunden, aber vielleicht führt euch ja der Erbauer zu ihm. Ich muss in die Halle und den Wiederaufbau veranlassen. Viel Glück. Der Erbauer sei mit euch. Alles klar, das ist ja jetzt... Meine Herren. Ja, das hat eine überraschende Wendung genommen. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass Connor stirbt zum Beispiel. Ich habe das einmal gehabt, als... ich das erste Mal gespielt habe, da wusste ich noch nicht, dass das mit dem Zirkel der Magie da funktioniert. Und ich glaube, da habe ich auch gegen ihn gekämpft oder habe ihn getötet. Aber das war nicht in der oberen Etage. Ich meine, das war in der unteren Etage irgendwo. Also ich war noch nie in dieser oberen Etage hier, solange der Dämon Connor besessen hat. Deswegen, okay, aber da, gut, das passiert halt. Ne? Ich mache jetzt noch gerade eben die beiden Levelaufstiege. Wir haben jetzt hier... Alistair bekommt Stärke, Geschick und Konsti. Nein, er bekommt zweimal Konsti. Er ist immerhin unser Tank. Und ich gebe ihm meisterhafte Kampfausbildung. Taktik-Slots kann man im nächsten machen. Gebiet säubern ist manchmal ganz interessant, aber das kann halt bewirken, dass man auch Buffs aufhebt. Deswegen... Tapferkeit. Ich glaube, das nehme ich mal. Das ist passiv. Passive Sachen nehme ich immer gerne. Das hier ist... Ach, das ist Überwinden. Das ist natürlich auch super. Schildtaktiken ist auch super. Oh Gott, ich bräuchte 3 Talentpunkte. Ich fange mal einfach hier oben an. Wir nehmen jetzt erstmal die Tapferkeit. So. Und... Darien steigt auch mal auf und zwar bekommt er Geschicklichkeit und Stärke, glaube ich, mal wegen Dingen. So, das können wir erst mit 18 Klugheit zurück.
zurücksetzen. Wir brauchen 18 Klugheit. Das muss ich jetzt nehmen, denn ich möchte gerne weitere Kisten öffnen können, was nicht geht, wenn, also die Kisten, denen wir jetzt begegnen, die werden alle einen höheren Level haben. Deswegen, ja, okay, dann haben wir jetzt erstmal hier alles, denke ich. Ja, Eamon liegt hier rum. Ja, das war jetzt irgendwie unerwartet. Ich hatte eigentlich gedacht, ach ja, gehen wir mal gucken und ne, schauen uns hier oben um und dann sowas. Wirklich, wirklich unerwartet. Wer ist das eigentlich? Ach so, eine Dienerin, okay. Ja, als nächstes müssen wir zum Tempel, zum Zirkel der Magie. Das geht nicht anders, glaube ich. Denn wir sind ja noch nicht vollständig, um es mal so zu sagen. Ich werde übrigens die Fate nicht skippen. Das sage ich schon mal jetzt direkt für alle, die es kennen. Ich mag nämlich tatsächlich die Fate. Ich finde das interessant und ich weiß überhaupt nicht, warum mal alle möglichen Leute das skippen wollen. Ich sehe da keinen Grund, das zu skippen. So. Wo geht's raus? Da geht's raus. Ja, das war jetzt tatsächlich sehr unerwartet, aber da ich ja sowas nicht, nicht lösche oder ähnliches, sondern halt, ne, damit klarkommen muss, was passiert. Ja, wir haben es immerhin aus Castle Radcliffe geschafft, also aus Schloss Radcliffe geschafft. Ich werde, glaube ich, dann in der nächsten Folge mal wieder ins Lager gehen. Ich denke mal, es dürfte ein paar Gespräche geben. Und danach reisen wir auf jeden Fall zum Zirkel der Magie. Das wird jetzt, ist jetzt der nächste Punkt. Also ich hoffe, ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn jetzt der Dämon Al-Eamon nicht mehr am Leben hält, ob wir jetzt ein Zeitlimit haben. Ich glaube aber eigentlich nicht, dass wir ein Zeitlimit haben, um den Weg bis zur Urne zu bekommen. Nur wir sollten schon die Gruppe vollständig haben, wenn wir das mit der Urne angehen. So viel kann ich sagen. Ja, an dieser Stelle mache ich jetzt einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.